Hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Und wir sind, wollte jetzt sagen, alt geworden. Aber das ist, es klingt falsch. Wir sind erwachsen geworden. Und mit dem Erwachsensein kann man sich gewisse Fertigkeiten aneignen, anscheinend. Also zumindest, wenn man sich das hier so anguckt. Und es gibt so kleine Videos dazu. Und dann hat man hier so ein Tech-Tree anscheinend. Okay, und weil wir Level 3 sind, haben wir 3 Fertigkeiten. Gut, das macht Sinn. Scherbenplünderer. Zerlege Ressourcen und Modifikationen in 50% ihres Metallscherbenwertes. Ah. Das klingt gar nicht so schlecht. Naja, gut, außer... Weiß gar nicht, was haben wir denn für ein Inventar? Vorhin wurde mir ab und zu mal im Chat was geschrieben, aber da habe ich nicht ganz so aufpassen können. Gut, machen wir mal weiter kurz. Stiller Schlag, das sieht interessant aus. Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Ja, das klingt sehr gut. Das brauchen wir eher nicht. Stille Landung. Oh, nö. Konzentration. Oh ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit und das nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Was haben wir noch? Kritischer Treffer. Wenn sie am Boden liegen, dann nochmal draufhämmern. Okay. Leichte Speerangriffe. Abruf. Schnellere Heilung. Oh, das... zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Ja, hallo. Ja, also wenn was, also dann Loot und Menge vergrößern und gut, okay. Inventar, was haben wir denn hier? Das ist der Speer, das ist unser Bogen. Der hat hier Modifikationen. Ausgerüstet haben wir den anscheinend. Outfits haben wir das eine, Modifikationen haben wir nichts. Rohstoffe. Haben wir dann nur diesen Inventarplatz oder diese Inventarplätze? Diese, was ist das? 20 Stück? Ach, da steht es ja, 20. Schatzkisten, Spezialobjekte, aha. Was ist das? Karja Händlergutschein. Gibt diesen Gutschein einen beliebigen Händler, um besondere Bonusgegenstände zu erhalten? Plündererlinse. Ja, die haben wir vor uns eingesammelt, glaube ich. War das hier? Kann das sein, weil es auf Steam bloß diese Complete Edition gab, die dann irgendwelche DLCs oder sowas schon mit drin hat? Da gab es bloß die eine Edition, soweit ich das gesehen habe. Na, dann würde ich die aber erstmal in Ruhe lassen. Nicht, dass die uns jetzt hier irgend so einen besonders tollen Vorteil geben oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, Stein und Pfeile, Tränke, okay. Was soll man hier herstellen? Waffen modifizieren. Ach so, da kann ich jetzt diese Modifikation reintun. Da haben wir aber keine. Okay, da brauchen wir jetzt aber dann haufenweise Zeug dazu. Das gehört jetzt am Anfang auch mit zu dem Spiel einfach mal mit dazu, ne? Widerstandstränke. Ah. Ja, das ist geil. Das ist geil. Tragekapazitäten, was bedeutet denn das? Metallscherben. Wir haben so viel Zeug gesammelt. Alles weg. So ein Scheiß. Oh Mann, ey. Das ist doch kacke. Okay, aber anscheinend plus 5 Kapazität. Plus 5. Plus 10. Plus 10. Beutel, Fallenbeutel. Okay, also anscheinend, wenn uns die Kapazität nicht ausreicht, können wir Sachen sammeln und können die dann dafür verwenden und können die
Brauchen wir da irgendwie so eine Werkbank oder irgendwas in der Richtung? Oder einen Händler, wo wir dann sagen, Rohstoffe, mein alter Beutel. Gib mir mal einen neuen oder sowas. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Pfeilpakete. Feuerpfeil. Zeit, also geringen Feuerschaden über Zeit und mittleren Feuerschweregrad beim Aufprall. Bei Maschinen in Brand setzen, nützlich gegen Maschinen mit Lohebehältern oder Feuerverwundbarkeit. Ist ja ein Traum. Und hier? Schnellreisepaket. Ermöglicht eine schnelle Reise zu einem entdeckten Lagerfeuer oder einer Siedlung auf der ganzen Welt. Ah ja, okay. Ach du Sch... Ach... Willst du mich verkackeiern? Was ist denn falsch mit dir? Was? Hä? Okay, das ist das Lagerfeuer, wo wir jetzt gerade sind. Da ist Finderos. Ruinen. Becken Nordtor. Becken Haupttor. Okay, ja gut, wir haben anscheinend nicht viel mehr, aber das Ruinending, ist das dann die... Mal Page Down. Ah. Interessante Technik, alles klar. Guck mal, und dann können wir hier in die anderen... Also das sind die Sachen, die wir wahrscheinlich nicht machen konnten, oder hier waren wir anscheinend auch nicht drin, weil wir wahrscheinlich auch nicht rein konnten. Und hier, da, ne, da waren wir. Vielleicht können wir ja jetzt da runter. Sollten wir uns vielleicht mal angucken. Notizbuch. Was haben wir hier? Ah, das sind die Datenpunkte. Okay. Gut, ich mache ja schon weiter. Es tut mir leid. Aber man muss ja erst mal gucken, bevor man jetzt hier in so ein Spiel einsteigt, was das eigentlich alles ist. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das wird es auf jeden Fall. Bin ich auch stark? Ich hab den Kopf abgeschlagen. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Trainingsabtrappe. Führe mit einen schnellen leichten Angriff, aus der Panzerplatten abschlagen kann. Langsamen schweren Angriff, der das Stiel niederschlagen kann. Ah ja. Was? Da solltest du unbedingt nochmal hin, falls dich die Animation nervt beim Einsammeln, kannst du schauen in der Option, dass du es eventuell ausstellen kannst. Ach so. Also wenn es natürlich... wenn man das natürlich ausstellen kann, dann wäre das sicherlich nicht so verkehrt. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich geht. Schaue ich dann mal in der nächsten... Wildschwein. In der nächsten Aufnahmepause oder Folgenpause. Schauen wir nach. Dankeschön. Okay, gut. Und ins Haus kommen wir nicht rein, ne? Ne, war ja klar. Na gut, dann gucken wir mal. Oh. Jetzt unser Medizinbeutel voll. Alles klar. Okay. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Vielleicht woanders hin. Vielleicht kam irgendwas dazwischen. Von wo kommt das Wasser bitte? Aus der Erde direkt, ja. Na gut, okay, alles klar. Ich hinterfrage nichts. Oh, sehr gut. Wenn ich was einsammeln kann, dann tue ich das auch. Was ist das? Feuerbrennwurzel. Ist das das, wo wir dann diese Tränke draus machen können? Also diese Widerstandstränke, war das nicht so? Welle Natur. Ne, hier, ne? Das war doch hier und dann...
da, genau. Feuerbrennwurzel, alles klar. Okay, gut. Also macht durchaus Sinn, die auch mit zusammen. Verstehe. Das ist Rost? Das ist Rost. Okay. Was macht der hier oben? Wollt erst auf dem Wasser langlaufen. Na gut. Oder in dem Wasser langlaufen. Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Können wir auf dem Seil langsliden? So wie man es kennt. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber es sah verdammt cool aus. Aloy. Du bist hier. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Okay. Hole die Teile, noch was? Okay, kann das sein, weil das hier wie die Quest, quasi wie die Quest-Symbole oder so aussieht, dass wenn wir da was klicken, geht's weiter von den Gesprächen her, so wie beim Witcher das, was dann gelb markiert war, und das hier sind die beige markierten, die man fragen kann, und dann gibt's was Interessantes, aber man kommt wieder zurück. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Bist du sicher? Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Aber warum? Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Warum willst du darüber nicht reden? Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. So kann man auch jemanden in Schutz nehmen, der ein Arsch ist. Entschuldigung. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Was hat der alles vor mit uns? Guck mal die Questliste hier schon wieder an. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Was ist dieses Ding da hinten? Es ist überall so prominent auf dem... Ist das geil oder ist das geil? Siehst du, das meine ich wieder mit diesen Details, ne? Weil, wenn wir jetzt hier stehen, hält sie die Hand offen wegen dem Schnee, lässt ihn schmilzen und freut sich dann über das kühle Feucht, was sie sich so im Gesicht verreiben kann. Das ist so cool.
So, stürzen wir jetzt ab, wenn wir hier runter machen? Oder. Oder Geronimo? Oder wie sieht das aus? Ich sehe keine andere Möglichkeit gerade. Geronimo! Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Na, aber wenn du dann zum Stamm gehörst, ist das dann nicht so. Ah ja. Guck mal, da haben wir die kauzige Krater, da haben wir die Ruinen. Läuferareal, wahrscheinlich für irgendwie Teile sammeln. Und da hinten ist Karst. Okay. Sind das hier Wege oder sind das Flüsse? Das sieht eher wie ein Weg aus. Was sind Flüsse hier? Aber hier konnte ich doch gar nicht lang. War doch zu. Na okay, gut. Oh Mann, ne? Ich hab die Karte schon geöffnet. Danke. Okay, die Musik bleibt beim gleichen Thema. Aber die Stimmung ist geil, die dabei aufgebaut wird. So. Gab es nicht auch irgendwie. Wenn wir jetzt Fleisch holen müssen für diese Krater. Müssen wir da dann. Dieses Tal hinter mir gelassen. Oder nicht auch irgendwie Tiere jagen? Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Naja, mach das mal. So, gerade noch. Versuch da einfach mal da lang zu schwimmen. Ja, danke, Wuffel. Dankeschön. Und grüß dich. Schön, dass du auch wieder mit da bist. So, jetzt. Erstmal sammeln wie ein Bekloppter, ne? Klar. Wollen wir mal wieder gucken, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Kaninchen! Wo ist denn der hin? Geht das? Noch dahinter. Okay, warte, dann gehen wir gleich hin. Ich brauche ja irgendwoher Fleisch. Schweif-Talisman. Okay. Und reichhaltiges Fleisch. Reichhaltiges Fleisch. So. Aber muss ich jetzt. Best. Rede mit Grater. Muss man dahin. Waren Tiere auch mit dem Speer irgendwie? Das wollen wir doch hier mal austesten. Bestimmt abgehauen, ne? Wenn ich es nicht markiert habe. Also, sag mal. Ah, geklappt. Fettes Fleisch. Na gut.
hoffe, ich kann hier nicht eine ganze Population oder sowas ausrotten. Das wäre doof. Die Pfeile kriegen wir auch nicht zurück. Alles klar. War doch ein Truthahn gerade. Bleib hier! Oh, na, das ist kein Truthahn. Oh, das ist auch Fleisch. Also bleib hier. Naja, gut. Warum Pfeile verschwenden, ne? Wenn es auch so geht. Einfach mal ordentlich draufhocken. Ein Fuchs. Wildschwein. Wie viele von diesen Zielen kann ich denn da eigentlich einstellen? Das Jahr wird langsam karg und weiß wie mein Haar. Ich habe zwischen Felsen und Bäumen nach deinen Gaben gesucht, finde aber keine Nahrung. Urmutter, als mein Name gegen den Berg flog, hast du ihn nicht zurückgeschickt. Du hast ihn im Herzen behalten. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Was war das? Hallo, Grater. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grater. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Was? Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grater. Ich tue, was ich kann. Dadurch, dass sie quasi zur Urmutter spricht, spricht sie ja indirekt zu uns. Das scheint nicht verboten zu sein. Man muss das noch ein bisschen timen, wenn man dann weiß, okay. So und so lang braucht er dann. Der Schlag, bis er dann ausgeführt wird. Richtig. Wächter. Zerstörte Maschine. Sehr gut. Das war bestimmt der Fuchs. Deswegen habe ich den gerade niedergemacht. Cool. Metallscherben und Lohn von Läufern brauchen wir. Sehr gut. Nee, das war bestimmt der Fuchs. Der hat diesen hier, da hat er kaputt gemacht. Und der scheint tollwütig gewesen zu sein. Deswegen müssen wir den da, ne? Das, Der schnellste Weg nach unten. Hm.
2 Wächter haben wir hier, ne? Das ist ja gar nicht mal so gut. So, der andere müsste mich doch jetzt nicht sehen, oder? Oder sieht der mich? Ich glaube, der andere guckt da jetzt gerade mal genauer hin. Das macht aber nichts. Sehr gut. Angenehm. Aber erstmal wieder ein paar Metallscherben für die Pfeile. Das ist gut. Wir haben ja ein paar verbraucht, ne? Okay, würde sagen, wir sollen. Wo wollen wir hin? Da drüben sollen wir hin. Okay, dann machen wir das allerdings in der nächsten Folge. Bis zusehen. Cheerio, macht's gut.